Als ich die Wanze sah, da packte mich die Reiselust. Ich setzte mich auf die Wanze und ritt los. Ich ritt lang und ich ritt kurz und ich ritt und ich ritt und ich ritt über die Ebenen. Ich ritt über eine große Bergkette und dann war ich in Zürich. Und mit der Wanze sprang ich über den Botanischen Garten und wir fielen gemeinsam in den Züricher See. Züdisee. Und wir tauchten in dem Wasser durch den Züdisee immer tiefer und immer tiefer, immer tiefer. Und dann kamen wir in der Wüste wieder raus. Und in der Wüste, da schmiss mich die Wanze runter. Sie machte ihr Maul auf, die Augen zu und die Wanze erzählte. Und erzählte und erzählte und erzählte. But Beowulf and his friends, they just followed the horse tracks. Yeah, and they went up the hillside, they went through the forest, and they came out of the thicket. And right there in front of them was the deer hole. And that young girl, Calaresia, the one that was always kicked aside, pushed down, you know, she waited until it was dark, and I'll tell you, she opened that door, she went down, she found my grandmother, she looked her straight in the eye, and she told her, there is no chance in the bloody world that I'm going to marry that man. There is no chance in this bloody world that I will not marry this man. My grandmother knew exactly at that moment that it's going to be easier to change the color of my mother's skin than to force her to marry a man she didn't love. Yeah. My grandmother realized it's going to be easier to take the devil and turn him into another prophet than to force my mother not to marry this man. Ihre Haare hat wieder angefangen zu glänzen. Ihre Augen haben wieder gestrahlt, Fältli sind verschwunden, Backen sind wieder voll geworden und ihre weiblichen Formen sind nach und nach wieder zurückgekehrt. Wo der Sultan das gehört hat, dass seine Frau jetzt wieder so schön ist, hätte sie natürlich wieder zurückhaben. Aber die hat sich geweigert. Ihr hat es gefallen in dieser armseligen Hütte, bei dem Mann. Dem Sultan ist nichts anderes übrig geblieben, als seine Frau eigenhändig zurückzuholen. The king's man who didn't like to see Beowulf. His name was Unfaith. Yeah, that's me. He thought he should be the toughest of the king's men, so when he saw Beowulf, he stood up and said, well, 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 well. Beowulf, yeah. I think I've heard that name once or twice. Let me see. You are that famous Swedish swimmer, aren't you? Now, it's not exactly a swimming contest we hold in Denmark. No, around here we need men who knows how to handle a sword. Warriors! Why didn't you bring your friend Breaker along? Wasn't it that guy who killed this sea monster? Was it a herring or what? Seriously! I don't know who you are and what you have heard. He makes him a dish, and this time there's a whole chicken. And he likes it, so the next day he asks the cook to make it again, and this time he makes him a goose. Huh? And it doesn't take long before this king is eating little chickens stuffed in goose, stuffed in lamb, stuffed in cow, stuffed in camel, and this king is huge, and now when he sits on his throne, he's not ruling for the people, he's ruling for his belly. Yeah. Eine grosse Kiste ist eingetroffen, mit einer riesigen Schlaufe rundherum. Der König hatte sich gefreut wie ein Kind, riss die Schleife runter, das Papier weg und öffnete die Kiste. Angefüllt mit Stroh. Grosse Kiste für den König. Hm, was wird da drinnen sein? Er schiebt das Stroh auf die Seite und findet ein Baby. Hm.
Herr schenkt einem König ein Baby. Das kann ja nicht alles gewesen sein, dachte sich der König. Come back soon! Of course, as soon as possible! Mwah! Kiss, kiss, yeah! But now we're going home, Beowulf! As soon as possible! Kiss and ride, have you heard about that? Yeah. See you. Have you found? Stop, stop! Lalahi, 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 lalahi.